Hey ihr Lieben, wie cool, dass ihr dabei seid. Ich freue mich voll. Mein Name ist Norbert, es heißt wieder Fit für Abenteuer und heute haben wir ein ganz besonderes Workout, denn bald ist Weihnachten und ich habe hier auch meine Weihnachtsmütze wieder auf. Ich glaube, ihr seid mindestens genauso aufgeregt und gespannt auf Weihnachten wie ich jedes Jahr. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Wer weiß. Ich weiß nicht, vielleicht fragt ihr euch, was ihr für Geschenke bekommt, ob ihr Geschenke bekommt und wie es alles aussehen wird, wie der Weihnachtsbaum aussieht und ob der Weihnachtsmann kommt. Keine Ahnung, es gibt so viele Fragen und so viele Möglichkeiten, aufgeregt zu sein. Und manchmal muss man sich einfach auspowern, dann kann man ein cooles Workout machen, draußen sich bewegen. Da findet ihr auch viele coole Workouts auf meinem Kanal hier. Und manchmal muss man mal ein bisschen runterkommen, ein bisschen entspannen. Ein bisschen chillen und genau das machen wir heute, ein Chill-Workout. Chillen heißt entspannen, ruhig sein und wir machen ein ganz entspanntes Weihnachts-Workout. Und danach werdet ihr wahrscheinlich noch viel entspannter in die Weihnachtszeit gehen können als vorher. Okay, seid ihr bereit? Ihr braucht nichts dazu, außer eine Weihnachtsmütze, die ist ganz wichtig. Nein, Quatsch. Wenn ihr eine habt, zieht die an, dann sind wir beide weihnachtlich, du und ich. Ansonsten ein bisschen Platz um euch rum, eine Matte vielleicht oder ein Handtuch oder ein Teppich oder was auch immer. Und ich mache hier barfuß mit, ihr könnt Socken anziehen oder auch Gummistiefel, ist mir ganz egal, Sportschuhe. Hauptsache ihr seid dabei, ich freue mich darauf, jetzt mit euch loszulegen. Ich würde sagen, ich laber gar nicht mehr viel. Ihr macht einfach das nach, was ich euch sage und euch zeige und dann schaffen wir das. Auf die Plätze, fertig, Attacke! Alles klar, wir legen los. Stellt euch so ein bisschen breit mit den Beinen auf und atmet tief ein, macht einen Kreis mit den Armen und aus und ein. So ein Riesenkreis, genauso. Und ein letztes Mal und aus. Pass auf, jetzt gehen wir mit den Beinen noch was breiter. Und jetzt öffnen wir die Arme und schieben die Brust nach vorne, den Kopf nach hinten. Ich zeige euch das mal von der Seite. Brust raus, Kopf nach hinten, Arme nach hinten. Genau so. Und jetzt das Gegenteil. Wir machen einen ganz runden Rücken und umarmen einen dicken Baumstamm, einen Weihnachtsbaum zum Beispiel. Die Arme nach vorne, der Kopf, Blick schaut nach unten und so halten wir. Ich drehe mich wieder zu euch und das machen wir jetzt nochmal. Wir öffnen, Brust nach vorne, Kopf nach hinten und halten. Genauso. Streck die Brust nach vorne, die Arme nach hinten und ein letztes Mal die Arme nach vorne. Runden Rücken machen, dicken Baumstamm umarmen. Sehr gut. Okay, lockern lassen. Wir lassen die Arme rechts und links vom Körper hängen. Und jetzt kreisen wir die Schulter nach vorne. Zeige ich euch von der Seite. Guck mal. So. Kriegt ihr hin, oder? Super. Nach vorne. Nach vorne. Vor. Hinten. Vor. Und jetzt andersrum. Von vorne nach hinten. Sehr schön. Ihr macht das super. Weitermachen. Und wisst ihr was? Jetzt gehen wir mit den Beinen noch ein bisschen breiter auseinander. Nehmen die Arme angewinkelt rechts und links von der Schulter. Und jetzt gehen wir mit den Fingern nach oben und machen eine Spitze, eine Weihnachtsbaumspitze. Zurück und wieder bis zu dieser Position und wieder hoch. Ihr macht das genau richtig. Zurück. Nochmal. Hoch. Die Arme strecken, die Beine bleiben tief unten und einmal mehr, hoch und wieder tief. Sehr gut. Nehmt die Beine zusammen. Jetzt nehmen wir den Fuß nach innen ans Bein und nehmen jetzt die Hände über den Kopf, wie ein Weihnachtsbaum. Genauso, haltet. Versucht das zu halten. Wenn ihr umfallt, ist nicht schlimm, steht wieder auf und versucht es nochmal. Ihr schafft das, ich bin mir sicher. Und haltet. Fuß feste gegen die Innenseite vom Bein pressen. Ihr macht das so gut, glaube ich. Cool.
halten. Und wir wechseln die Seite, jetzt geht der linke Fuß an das rechte Bein und wieder die Hände als Spitze über den Kopf. Ihr seid ein richtiger Weihnachtsbaum. Jetzt könnt die Mama euch noch ein bisschen Weihnachtskerzen umhängen. Perfekt, haltet euch so. Und ganz ruhig stehen bleiben und wir lösen wieder. Und jetzt gehen wir auf die Knie und auf unsere Unterarme, weil ich glaube, da sind ein paar Geschenke um die Ecke. Wir ziehen uns nach vorne und gucken um die Ecke. Ich kann noch nicht sehen, ihr vielleicht. Zieht euch noch nach vorne und wieder zurück. Nach vorne und wieder zurück. Nach vorne, zurück. Machen wir noch zweimal, okay? Zwei und das letzte Mal. Eins. Okay, jetzt nehmt ihr die Knie unter den Bauch und lasst die Arme gestreckt nach vorne. Macht euch ganz klein, wie so ein Päckchen. Wie so ein kleines Päckchen. Macht euch so klein ihr könnt. Der Kopf geht vor die Knie. Halten. Sehr gut. Und jetzt steht ihr langsam auf und habt es geschafft. Hey, ich freue mich. Das war richtig cool und ich wünsche euch jetzt wunderschöne Weihnachtstage. Lasst es euch gut gehen mit euren Lieben und wir sehen uns ganz bald wieder. Macht's gut. Ciao, euer Norbert.